Ja, herzlich willkommen wieder einmal im Bastelkeller im Münsterland. Ich habe mir wieder was Neues gekauft, und zwar ein Schweißgerät. Ich habe ein Schweißgerät, ist mittlerweile über 50 Jahre alt, kann nur Elektrode, ist ein Schweißtrafo, kann ein bisschen die Schweißstrom einstellen, mehr nicht. Ich brauche es allerdings nur ganz selten. Und ja, hatte ich meinem Schwiegersohn das mal erzählt, können wir uns ja zusammen kaufen. Ja, okay. Gekauft beim letzten Black Friday, ich glaube, das war Dezember. Jetzt haben wir Anfang April. Ich habe es noch nicht mal einmal probiert, aber noch nicht mal angeschlossen. Weiß gar nicht, ob es funktioniert. Das werden wir gleich mal zusammen eben machen. Und noch mal kurz zu den Argumenten. Also das andere ist ein Elektrodenschweißgerät. Da hat man dann immer so ein Stück, oder anfangs, wenn die Elektrode neu ist, so ein Stück zur Schweißstelle. Und meine alten Hände sind auch nicht mehr die ruhigsten. Also ist das immer ziemlich schwierig, genau die Stelle zu treffen, die man treffen will. Beim Schutzgas, beziehungsweise ich werde es hauptsächlich als Fülldrahtschweißgerät nutzen, ist der Abstand immer gleich. Kann man sich besser darauf einstellen und ist auch deutlich kürzer. Das alte Ding hat ein Gewicht, werde ich gleich nochmal auf die Waage stellen. Gegenüber dem neuen können wir es dann mal vergleichen. Aber alle diese Sachen nach dem Intro. So, einmal das alte Gerät. Das Neue fühlt wiegt dieses Alter auch noch mehr, denn die Kabel, die da dran sind, sind auch richtig schwer. Und ja, das ist das Neue. Wie gesagt, bei dem Preis konnte man es eigentlich fast nicht stehen lassen. Kostete, ich weiß es nicht genau, noch gerade mal 160 Euro. So, mit dem Abstand, wie man sieht, bedeutend kürzer. Wenn ihr mal genau vorne auf die Elektrode guckt, dann sieht man, wie schön die rumwackelt. Da wird dann noch ein Einschalter, da gehe ich mal von aus. Jawohl. Okay, ich werde jetzt erstmal den Füllreiter einführen. Ich mache hier kein Schweißvideo, nur die allerersten Experimente. So, der Lüfter ist zwar ziemlich laut, aber das wurde auch immer bemängelt. So, jetzt die ersten Pumpen, und wenn das alles funktioniert, dann war es das auch hiermit. Ja, so richtig habt ihr es nicht gesehen, wie es funktioniert, aber es funktioniert. Ich mache das ja mit dem alten Handy, die ganzen Aufnahmen hier. Und da ist der Akku auch ziemlich im Eimer. Und den habe ich auch, das Handy habe ich ständig am Netzteil hängen. Okay, ich werde das also gar nicht jetzt ganz viel zeigen, wie ich es mache. Es wird so in etwa in diese Richtung gehen, wie ich den Schrank für die Bandsäge gemacht habe. Allerdings werde ich das ungefähr doppelt so breit machen wie das Gerät hier, weil eventuell dann nochmal ein Plasmaschneider zukommen soll. Und der hat, ich glaube, der ist etwas kleiner wie das Ding. Also ich baue den Schrank soweit fertig, und wenn ich soweit bin, dann nehme ich euch wieder dazu und zeige euch die Besonderheiten für den Schweißwagen. Ich bin schon mal 2 Tage später, und ich bin auch gar nicht angefangen, weil mir die Maße irgendwie noch nicht so gefielen. Ich werde also von der Breite eine ganze Menge runtergehen, weil
wenn ich so lasse oder so, wie ich es ursprünglich gedacht hatte, wird das ein ganzer Unterschrank für so einen Küchenunterschrank. Und das ist mir einfach zu breit. Denn ist ja auch Gewicht das Ganze. Wenn es dann wirklich mal einen Plasmaschneider gibt, wird es dafür eine Lösung geben. So, und jetzt mache ich weiter. Also die Tiefe wird bleiben, weil ich eine ganze Menge von den Schubladen schieben habe. Und da ist gar nicht so viel dran über. Das passt also. Da wären vielleicht 3 bis 5 cm, die man vielleicht weniger machen könnte. Aber dafür habe ich dann keine vernünftigen Schubladenschienen. Oder müsste ich wieder kaufen. So, und somit mache ich erstmal weiter und wenn ich einen Abschnitt. So, kurzer Zwischenbericht. Unterteil ist fertig. Ich habe hier nochmal ungefähr 10 Grad Neigung drin, damit man einen besseren Blick nachher aufs Display hat. Und ja, ihr wisst, das sind wieder die alten Teile von der Küche, die ich geschenkt bekommen habe. Alles Multiplex-Platten, aber ich muss mich natürlich mit den Gegebenheiten zufrieden geben. Ich habe also keine Rücksicht auf die Faserrichtung genommen. Spielt ja auch keine Rolle, ist ein Werkstattmöbel. Und ich habe es auch nur verschraubt und nicht verleimt, weil der Lack auf dem Lack hält kein Leim. Dann hätte ich den alle wieder abmachen müssen. Wie gesagt, irgendwann, wenn ich mal Lust habe, werden mal die ganzen Schraubenlöcher verspachtelt, genauso wie bei dem Schrank von der Säge und in irgendeinem Grauton oder irgendwas gestrichen. Aber wenn es überhaupt passiert, dann dauert es wahrscheinlich noch ein paar Jahre. Schienen für die Schubladen habe ich schon reingemacht, weil man da sonst bei der Breite kaum noch drankommt. Das Ding wird auch irgendwie noch hier oben befestigt. Und mir geht es ja hauptsächlich darum, dass es auch nicht völlig zustaubt, weil es so selten genutzt wird. Kommt jetzt noch eigentlich so ein Gegenstück Deckel drauf. Und weil er hinten angeschlagen wird, habe ich hier hinten noch eine Hartholzleiste reingemacht. Die Rückwand ist genauso wie bei den. Da waren hier die Nuten drin für die 7 mm Multiplexplatten. Und da habe ich auch wieder die 7 mm Rückwand reingemacht. Deswegen hier oben eine Verstärkung für die Scharniere. Hier unten sieht man noch, da ist der Boden von hinten eingeschoben worden. Deswegen geht die Seitenstück nicht bis unten. Da kann ich vielleicht noch ein Stückchen reinleiten. Hat nichts zu sagen, aber für die Optik vielleicht. Aber die Optik, wie gesagt, spielt hier nicht die Rolle. So, wie gesagt, wenn ich jetzt beim nächsten Bauabschnitt, nach dem nächsten Bauabschnitt, nehme ich euch mal wieder dazu. So, ich habe einen weiteren Schritt gemacht. Da war das aus dem Holz ausgebrochen, muss ich noch glatt schleifen. Das Oberteil ist jetzt drauf. Das habe ich hinten mit dem Klavierband gemacht. Und ich habe eigentlich von vornherein schon mit gerechnet, dass das hier dann so ein bisschen versetzt, obwohl die Teile eigentlich genau übereinander passen. Aber da werde ich dann, muss ich, wahrscheinlich hätte ich ja sowieso irgendwas dran gemacht, kleine Stücke oder vielleicht auch ein Holzdübel hier innen, die dann ineinander greifen. Der Drehpunkt musste hier sein und das war natürlich gar nicht so einfach, das anzuschrauben. Denn der Drehpunkt, wie gesagt, muss da sein, weil ich muss den Deckel, um die Drahtspulen zu wechseln, da oben aufhaben. Sonst geht's nicht. So, was mit dem Klavierband natürlich noch ist, es hat sich nach hinten so ein kleines bisschen nach hinten gezogen, das Ganze. Da hab ich nicht mit gerechnet. Ich werde jetzt hier einen ganz dünnen Strick entlang ziehen und schleife das so ein bisschen bei, denn ich kann das nicht umsetzen. Dann komme ich ja immer wieder in die gleiche Löcher, das bringt nichts. Dann habe ich auch noch nie gemacht. Habe ich hier so ein paar Gasdruckstoßdämpfer. Die sind im Grunde sind die gleichen Dämpfer, nur die haben verschiedene Befestigungen. Da muss ich mal gucken, wie ich die noch irgendwie anpassen kann. Ja. Also wie gesagt, das schleife ich bei. Nicht viel, so ein halber Millimeter.
Ich habe schon versucht, mit dem Hammer ein bisschen hinten gegen zu klopfen, ob es noch vorkommt. Nee, passt nicht. Okay. So, ich habe es mit dem Winkelschleifer abgeschliffen. Wenn es jetzt wirklich ein Möbelstück gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, ich mache es mit dem Bandschleifer oder ich baue sogar die Seitenwand eben aus und schleife es auf der großen Schleifmaschine. Aber so geht's. Packt jetzt hier drüber. Jetzt muss ich nur noch sehen, dass ich diesen Versatz ein bisschen hinkriege, aber das werde ich wahrscheinlich zum Schluss machen. So, die Gasdruckdämpfer habe ich oder Federn habe ich durch einen Rollladengurt ersetzt. Und weil er sich beim Zuklappen hier gerne zwischengelegt hat, habe ich dann hier ein Gummiband gespannt. Und somit legt er sich da nicht mehr hin. Funktioniert so ganz gut. Ob das mit dem Gummi allerdings dauerhaft gut funktioniert, dann würde ich es vielleicht nochmal mit Federn probieren. Aber im Moment ist das so, glaube ich, eine ganz gute Lösung. Habe ich oben einen Haken in den Deckel reingeschraubt und das Gummi so ein bisschen nochmal angepasst, hier einen Knoten reingemacht, damit das passte. Versuche ich erstmal so. Und damit dieser Versatz hier nicht so auffällt, werde ich da noch jetzt einen schmalen Streifen, auf beiden Seiten einen schmalen Streifen, Multiplex dran machen, 7 mm. So, dann zieht sich das jetzt direkt immer hier drüber und fertig. Jetzt kommen auch die Schubladen, aber es ist Mittagspause. Tja, wo man überall dran denken muss. Die Schubladen. Bei den Schienen, ich habe jetzt hier dieses ganze Kram, habe ich 20er Multiplex. Bei den Schienen passt das aber nicht dazwischen hier. Das heißt, da müssen 15er Multiplex drin. Habe ich nachgeguckt, habe ich keine Platten. Was ich aber gefunden habe, ich hätte noch zwei Schubladen. Eigentlich ideal hierfür. Problem, jetzt habe ich den 1,5 cm, wenn es überhaupt so viel ist, einen guten Zentimeter hätte der breiter gemusst, dann hätten die Schubladen gepasst. Ja, keine 50er Multiplexplatten da, Schubladen zu schmal. Zu schmal heißt jedenfalls, dass sie da so reinpassen. Jetzt gehe ich hin. Damit die unten etwas breiter werden, hier sind die Böden eingenutet, schneide ich hier unten ein bisschen weg. Da komme ich locker auf meine 1,5 cm, habe zwar etwas kleinere Schubladen, aber die machen den Kohl auch nicht fett. Jetzt ist es ja dann so, wenn ich das fertig ausgenutet habe, dann liegen meine Böden praktisch nicht mehr auf. Aber das umgehe ich. Dann schraube ich die hier von unten einige Schrauben rein. Vielleicht auch noch PU-Leim zusätzlich mit drin. Und dann sollte das seine Dienste tun. Damit mache ich jetzt weiter. Ja, wenn ich soweit fertig habe, ich melde mich wieder. Ja, da habe ich jetzt den Rest des Nachmittags dann rumgefriemelt. Ich habe nur drei gleiche Griffe gefunden. Von der Optik her hätten die etwas stabiler sein können, aber stabil genug sind sie. Die Blenden, die ich hatte noch von den Küchenmöbeln, konnte ich dann auch nicht so rausschneiden, dass das eine Faserrichtung ist. Aber wie gesagt, ist ein Werkstattmöbel, kommt so genau nicht drauf an. Genauso wie hier passte mit der Höhe auch gerade so. Da sind die Abstände ein bisschen groß. Aber es funktioniert. Muss vielleicht nochmal einen Tropfen Öl dran an die Schienen und dann läuft's. Dann habe ich auch festgestellt, dass die Blenden dann wieder 3 mm dicker sind wie die 20 mm Multiplexplatten. Aber ist so. Jetzt kommen noch Rollen drunter. Hier an der Seite kommen noch Verschlüsse dran. Ja, das war's.
Ich würde sagen, morgen geht's weiter. Dass ich alles aufbewahre, das wisst ihr ja mittlerweile. Und zwar nicht, um das irgendwann mal wegzuschmeißen, sondern um es zu gebrauchen. Das sind auch also Rollen, die ich schon mal gehabt habe, gebraucht habe. Jetzt müssen die natürlich angepasst werden, dass sie da drunter passen. Die Höhe wäre ungefähr passend. Vielleicht muss ich hier nachher noch ein bisschen runterlegen. Aber ungefähr passend, wenn der Kasten hier von oben drauf käme. Und damit das vernünftig hält, muss ich hier seitlich dann noch ein bisschen was dran schweißen und den Mister, der muss runter. Viel Flexen, hier ist staubig, mache ich das in der Garage und da seid ihr dann leider nicht dabei. So, die Aufnahmen oder Befestigungen für die Räder sind geändert und schon übergestrichen, damit ihr meine Schweißkenntnisse nicht so sehen könnt. Ist immer wie immer bei solchen Sachen, bei Wiederverwertung, meist ein Kompromiss irgendwo, oder ich hätte sie komplett neu machen müssen, also Kompromiss zwischen viel und wenig Arbeit und Aussehen vielleicht, ne? Die lassen wir jetzt erst trocknen bis morgen und dann geht's weiter. Man sieht es von hier nicht so besonders gut, aber die hinteren Räder sind montiert. Aber die Farbe, die war über Nacht noch nicht mal durchgetrocknet. War noch echt ein Problem. Und es geht. Die Ringe hier, die musste ich ein bisschen nacharbeiten und die sind natürlich völlig verschmiert. Mal gucken, vielleicht streiche ich das ganze Rad auch nochmal nach. Denn die waren mal blau übergesprüht. Dauert nur den Zeit. Jetzt kommen die Vorderräder dran. So, nochmal ganz kurzer Zwischenbericht. Hier habe ich 7 mm nach unten gelegt, sonst erst nach vorne gekippt, zwar nur so 3-4 mm. Jetzt kippt es gleich nach hinten. Ist mir aber lieber, dass die Schubladen von selber zulaufen, als dass sie von selber auflaufen. Ist nicht viel, aber ist etwas. Jetzt kann das ganze Gedöns hier runter und dann kann ich das Innenleben fertig machen. So, von außen habe ich alles fertig. Ich habe also jetzt hier noch auf jeder Seite 2 Kistenverschlüsse angebracht, weil da so eine Trolley-Funktion haben. Mein Schwiegersohn, der wohnt nebenan und der ist nur über den Garten zu erreichen oder über die Straße. Und auf dem Rasen die kleinen Räder, diese Rollen einsinken würden, ist es günstiger, wenn man das so hinter sich herziehen kann. Und diese Klavierbänder, da sind ja noch nicht die stabilsten, damit die etwas entlastet werden, habe ich hier hinten auch noch die Kistenverschlüsse dran gemacht. Aber ich glaube, das wird so ganz gut funktionieren. Und jetzt geht es an die Aufteilung innen. Erstmal zuallererst das Schweißgerät da drin und dann zeige ich euch, wie ich es gemacht habe. So, wir haben fertig. Was habe ich noch gemacht? Ich habe von außen die Kanten ein bisschen abgerundet. Ist nachher, wenn ich die streichen sollte, mal besser und keine Splitter mehr an der Seite. Schönes Logo da drauf. Soweit alles eingeräumt. Zeige ich auch gleich noch mal ein bisschen näher. Schubladen. Kamera mal näher ran. So, normal, ich weiß nicht, warum die Kamera abgeschaltet hat. Die Befestigung hier hinten. Genau ausgeschnitten hier, so ein
20 mm Multiplex. Dann kam noch eine Lage, weil die Höhe nicht genau passte. Eine Lage Multiplex so auf 7 mm. Und dann ein Brettchen, was dann da hinten drüber reicht. Festgeschraubt, fertig. Von vorne auch so aufgeschnitten. Die Gabel hängt davor. Von vorne genauso ausgeschnitten. Und auch nochmal, nee, gar nichts. Also hier dann so Metallstreifen. Hier sind zwar, das sind zwar Lüftungslöcher, aber die unteren hier, die sind von hinten zu, kann also nichts passieren, dass man da in die Elektronik reinkommt. Mit einer Flügelschraube und dann kann man es ganz einfach abnehmen. Die Kabel, einmal das Schutzgas zum Schutzgas und Fülldrahtspeisen habe ich da hinten so angebracht. Den Stecker, den Hauptstecker, kann man so sehen, mit einer Schraube aufmachen, kann man es rausnehmen. Da drum gewickelt, hier drunter sind in zwei Hälften von so einer Abdeckkappe vom Rohr, vom hier vom 100er Rohr allerdings. Da habe ich das Netzkabel reingemacht, ein Stückchen 50er Rohr dran, passt der Stecker super durch, damit sich beim Zuklappen legte sich das Kabel immer genau hier drin. Dafür habe ich dann auch noch ein Gummi hier dran gemacht, der wird zur Seite weggezogen. Hier oben ist das Massekabel, das ist ein Stückchen 70er Rohr und passt hier vorne genau vorher. Ich musste ja hiermit so weit zurück, damit dieses Kabel auch drin ist. Und die Tiefe war ich wegen der Schubladenführung, die ich hatte, war mehr oder weniger vorgegeben. Und deswegen passt das wunderbar. So, die vier Kistenverschlüsse hatte ich euch gezeigt. Ja, und die Schubladen hätten ein bisschen... Ich hätte mehr Schublade gebrauchen können. Hier hinten kann ich nur bis dahin was reintun. Das ist nicht allzu viel. Ich hätte noch ein bisschen mehr Zubehör, was ich vielleicht hätte unterbringen können. Geht aber halt nicht. Kein Platz hier da. Die Zangen und so hätte man natürlich alles Halterungen für machen können. Wäre ein Haufen Arbeit und ich hätte es einfach nicht unterbringen können dann. Also hier habe ich die Elektroden drin. Das ist einfach so ein Stück von einer Saftflasche und wenn man die Flaschen warm macht, dann schrumpft das wie ein Schrumpfschlauch. Eigentlich eine gute Lösung. So, und hier unten ist der Automatikhelm drin, noch ein paar Ersatzdüsen und so weiter. Ich hätte gern den alten Helm, den ich noch habe, den da hinten, auch noch gerne untergebracht. Früher oder später wird der Enkel mal kommen und zugucken wollen, aber passt hier nicht drin. Und dieses ist der beim Schweißgerät mitgeliefert wurde. Ein ganz, 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 ganz einfaches, popeliges Ding, aber zum Zugucken reicht das. So. Nochmal wieder Stellungswechsel. Und die Trolley-Funktion geht so nicht, sondern nur so. Natürlich kann es passieren, dass von innen dann alles völlig verrutscht, aber wird man auch nicht so oft gebrauchen. Ja, ich habe eigentlich nichts dafür gekauft. Ich habe es versucht mit den Sachen zu machen, die ich hatte. Das Einzige waren hier die Kistenverschlüsse, die ich kaufen musste. Die hatte ich nicht mehr. Und
Ja, alles untergebracht, das Transportable, man hat alles zusammen und mehr wollte ich nicht. Schön ist anders, aber ist ein Werkstattbedingens und wird sicher auf Dauer wie Sau aussehen. Also der Staub, der beim Schweißen anfällt und Flexen und so weiter, ist doch noch wieder anders und unangenehmer wie der Staub, der hier in der Werkstatt anfällt. Ich würde sagen, das war's. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, liken und guten Lieben, guten Gott, guten Mann.